Das ist eine ganz kurze Information für dich als Guya-Trinker. Ab dem 17.07. werde ich die Preise den Vor-Corona-Preisen annähern und damit wieder auf ein deutlich nachhaltigeres Preisniveau zurückkehren. Wenn du schon lange Guya trinkst, dann weißt du, dass eine Packung mal bei 12,97 lag. Ab dem 17.07. wird eine Packung 9,97 kosten und der Preis damit sehr fair in der Mitte liegen. Bis zum 17.07., das ist jetzt wichtig für dich, kannst du noch zum alten Preis vorbestellen. Ja, aktuell sind die meisten Produkte ausverkauft. Deine Bestellung wird dann mit Eintreffen der frischen Ware aus Ecuador ab dem 17.07. verschickt. Du weißt, ich musste 2021 die Preise senken und zwar nicht, weil es wirtschaftlich nachhaltig war, sondern weil Corona einen Rückgang der Käufe verursacht hat und mein Lagerbestand ansonsten einfach schlecht geworden wäre. So, die neuen Preise werden es mir vor allem dann auch ermöglichen, Guya als Projekt überhaupt einmal fortzuführen und neue Produkte mit aufzunehmen. Weiterhin, ich werde mich für hohe Qualität, Transparenz, Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und natürlich Naturschutz hier in Ecuador einsetzen. Ich denke, das ist das, was du als Kunde schätzt und das ist das, was du als Kunde weiterhin von mir als CEO von Guya erwarten kannst. Jetzt fängt der Nachbar gerade an, sein Häusle zu bauen. Super. So, Produkte Orange Mint und Chai werden bei dem aktuellen Preis bleiben. Das ist auch noch wichtig für dich zu wissen, wenn du also diese beiden besonders gerne magst. Da bleibt alles, wie es ist. Zum Schluss noch. Wenn du über die neuen Produkte mitbestimmen möchtest, die Ende 24, Anfang 25 kommen sollen, dann abonniere bitte den Guya-Kanal, komm in die Guya-WhatsApp-Gruppe, denn ich habe beschlossen, das Ganze dezentral aufzubauen, dich als Teil der Community in die Produktfindung und Entwicklung mit einzubeziehen. Ich denke, das ist einmalig und bietet dir die Möglichkeit, dein perfektes Produkt zu kreieren. Das war's, like always, stay positive and energized, dein Sebastian von Guya. Ciao.